Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Stoneheart. Ja, ich glaube, in dieser Folge werden wir einfach unseren Hardlings dabei zugucken, wie sich ja das ganze Klump hier einsammeln. Richtig viele Aufträge möchte ich denen ehrlich gesagt. Oh, hallo, das sprüht ja was heraus. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Cooles Detail. Zwar nicht besonders aufwendig, aber cool. Ja, ich möchte den jetzt zurück zum Punkt. Punkt? Hä? Was labert der schon wieder? Concentration, bitte. Ich möchte den Hardlings noch keine neuen Aufträge geben, bis die hier alles eingesammelt haben, weil sonst wird das nie etwas. Denn wir benötigen ja primär dieses Zeug hier. Ich weiß ja nicht, ob man das irgendwie abwählen kann. Ich glaube nicht. Dementsprechend werden wir wirklich mal warten, bis hier alles eingesammelt wurde. Müsste ich hier drüben noch buddeln? Nein. Aber sobald alles eingesammelt wurde, ne, dann können wir wieder Vollgas geben. Ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht einfach mal offscreen so ein Stündchen laufen lasse. Dann könnte es ja passieren, dass wir irgendetwas verpassen, was vielleicht wichtig wäre. Nur weil die Aufnahme gerade nicht läuft. Und das muss ja auch nicht sein, ne? Ab und zu werden wir mal ein bisschen Vollgas geben, damit sich da ein bisschen was tut. Und selbst wenn ich jetzt hier offscreen arbeiten würde, oder wie soll ich sagen, einfach mal einige Szenen rausschneiden würde, dann würde ich das persönlich nicht mehr als Let's Play bezeichnen. Ein Let's Play erzählt meiner Meinung nach, das heißt meiner Meinung nach, der Definition nach, so muss es heißen, genau. Die Definition eines Let's Plays ist es, einfach mal eine Geschichte in einem Videospiel zu erzählen. Und ja. Und das so viele Cuts, also ohne Cuts. Und ja, und ohne Offscreen. Das ist ein Let's Play. Weil sobald man anfängt zu schneiden und was weiß ich, ist es nur noch ein Gameplay. Dann könnte ich gleich einfach mich mal zurücklehnen, hier in der Vogelperspektive bleiben, Mikro ausmachen. Dann wäre es schon plötzlich ein Walkthrough. Interessant, ne? Ich weiß, das interessiert jetzt bestimmt höchstwahrscheinlich niemanden, die ganzen Definitionen, wie man Videos kategorisiert, vor allem wie man sie richtig kategorisiert, weil das bekommen ja viele nicht hin. Zumindest werden da viele Videos falsch bezeichnet, vor allem in der Let's Play-Szene, in der Gaming-Szene. Ja, naja, aber egal. Ich will mich jetzt darüber nicht aufregen. Wir schauen einfach unseren Leuten zu, verkaufen ein bisschen was von der Ernte, wie zum Beispiel diese Säpplinge hier. Die blockieren mir doch das Lager. Dann würde ich eventuell... Nee, Süppchen werden wir jetzt keine mehr kochen, von daher lasse ich die mal. Vielleicht ein paar Zäune verkaufen. Ein paar Türen, die kann ich ja jederzeit neu bauen. Komm, verkauf einfach mal alles hier. Das benötigen wir aktuell gar nicht. Blümchen kann man eigentlich behalten. 10 Stück von denen hier weg. Vielleicht hier eine weg und hier eine weg. Hier zwei weg. Nee, mach drei. Wir brauchen Platz im Lager. So einfach ist das. Weil damit die hier anfangen, alles einzusammeln. Wo lauft ihr oben hin? Moment. Ach, der Trapper hat es wieder maßlos übertrieben. So viel Fleisch kann doch kein Mensch essen. Hier liegt auch überall Fleisch. Nun gut. Also das ganze Holz muss weggesammelt werden. Das muss alles weggesammelt werden. Dann muss das alles weggesammelt werden. Moment mal, Gas. Und wenn das alles gemacht worden ist, werden die sich hoffentlich um das Zeug hier kümmern. Damit wir endlich mal... wo ist das Teil? Diese Gerätschaft hier bauen können. Dann haben wir alle drei von diesen Statuen. Und dann passiert wieder vielleicht etwas. Mason of Level 6. Oh, interessant. Könntest du vielleicht wieder mal was basteln? Nein. Wobei, ein paar Zahnräder könnte man ja mal machen. Oh, was ich komplett vergessen habe, ist, die ganze Mine hier muss nochmal gereinigt werden.
Da müssen die nochmal mit dem Besen durch. Nützt ja alles nichts. Nun gut. Die haben ja Zeit. Dadurch wird das ganze Let's Play zwar ein bisschen künstlich gestreckt, aber was soll's. Solche Folgen gehören eben auch dazu. Würde ich jetzt mal pauschal behaupten. Genau, ihr lagert hier Steine ein. Hast du noch was zu tun? Reichlich. Vielleicht sollte ich den Schmieden auch ein bisschen die Arbeit wegnehmen. Wobei, unser Schmied muss ja arbeiten. Vor allem der hier. Damit er auf Level 2 hochkommt. Ist ja auch wichtig. Solange kann ich auch keine Zahnräder in Auftrag geben. Einen Ingenieur habe ich aktuell nicht, oder? Nein. Hätte mich auch stark gewundert. Genau, sammelt fleißig ein. Ah, du verkaufst etwas und kaufst etwas. Alles nutzloser Krempel. Willst du etwas kaufen? Etwas Holz vielleicht? Dadurch wird unser Lager wieder ein bisschen leerer. Und wir können wieder ein bisschen mehr einlagern. Ah, der Händler kommt bald wieder. Habe ich 6 Stahlingots? Achso, ich bekomme 6 Stahlingots für 3 dekorative Vasen. Moment. Ja, ich habe die nicht hergestellt. Oh, Moment. Wer ist denn da gerade gestorben? Leute. Na gut, die bekämpfen sich jetzt zwar gegenseitig. Wir mischen aber trotzdem mit. Jagged Cleaver. Ein riesiger Zombie. Hast du von den Orks da angegriffen oder? Weil ich sehe das jetzt nicht so genau. Lissy, wer warst du? Wo fehlt mir jetzt etwas? Also mein Bogenschützen. Also ich habe ja noch alle 6 Kämpfer. Beide Schmiede. Mein Meisterzimmermann. Mein Kleriker habe ich noch. Mein Koch habe ich noch. Meine beiden Masterfarmer habe ich noch. Mein Herbalisten habe ich noch. Ich glaube, sie war einfach nur ein normaler Bürger. Ja, das ist ja auch doof. Na komm, schaltet die Orks mal aus. Und was hat es hier mit dem Stroh auf sich? Weißt du, auch wenn ich das alles nicht einsammeln möchte, möchte ich doch meine ganzen Gräber hier beisammen haben. Es ist halt jetzt passiert und dann kann man auch nichts ändern. Wir können nur hoffen, dass wir unseren verlorenen Mitglied wieder ersetzt bekommen. Hühnchen haben Hunger. Das ist schlecht. Na gut, du sammelst ja auch erstmal das ganze Holz hier ein. Moment, ihr habt das ganze Leder eingesammelt? Kann ich das jetzt schon herstellen? Ich kann... Moment. Hatte ich nicht mal so einen Ogerknochen? Wo ist mein Ogerknochen hin? Was zur Hölle habt ihr mit meinem Ogerknochen gemacht? Das finde ich jetzt nicht witzig. Rück den sofort wieder raus. Wurde der mir etwa geklaut oder was? Na kommt, macht noch endlich Blatt. Daily Update. 17.000 ist unsere Stadt mittlerweile wert.
Gut. Neuer Bewohner. Liam? Herzlich willkommen. Du kannst gleich mal was mitnehmen hier auf dem Weg. Was zur Hölle ist mit meinem Ogerknochen passiert? Das geht doch nicht. Stoff, der die bringt mir nichts. Guck mal, ein Hündchen. Hallo? Na komm, einmal verkloppen, dann passt ja alles. Ist der Kampf jetzt gewonnen, oder? Gibt es da immer noch welche? Wo lauft ihr denn jetzt alle hin? Ach da. Nun gut, macht ein Blatt. Aber sofort. Was? Oh, da muss ich als nächstes hier hin. Gut. Dann rennt mal sofort hier hin, bevor hier wieder jemand gefressen wird. Darauf muss man wirklich Acht geben. Und ich hoffe wirklich, dass wir ein paar zusätzliche Dorfbewohner bekommen. Sobald wir die drei Brunnen haben. Oder Statuen oder was auch immer. Das sind doch Brunnen, weil hier prickelt auch das Wasser ein bisschen rum. Nun gut. So, verkloppen, wenn ich bitten darf. Wie ein Enemy. Das haben wir nicht. Ja, die beiden haben wir. Moment mal kurz, ich kann Herald beschweren. Was passiert, wenn ich da draufklick? Aha, aha, aha. Uhu. Ja. Tier 2 Shops. Was kann ich jetzt bauen? Kann ich mehr bauen? Nee. Ich glaube, bei Tier 2 sind wir bereit. Ah, hi, Engine Error. Das ist hier schon lange nicht mehr gemeldet. Basic Resource Shop. Moment, habe ich nicht mal irgend so einen anderen Shop in Auftrag gegeben? Wenn ja, dann platziere ich den einfach mal. Nee, anscheinend nicht. Moment, ich habe das Teil ja bereits. Haha! Platzieren. Wunderbar. Das ging ja schneller als gedacht. Ja, da kann ich ja lange suchen. Ich dachte schon, hä, wo ist mein Ogerknochen hin? Dabei hat er es längst verwurstet. Gut gemacht. So, jetzt muss ich nur noch einer freiwillig melden, um das Ding da zu platzieren. Wie geht's meinen Schmieden? Immer noch Level 1. Habe ich Kupfer, was ich verarbeiten kann? Nein. Und auch kein Zinn. Deswegen geht da auch nichts voran. So einfach ist das. Ah, guck mal. Nun gut, jetzt müssen wir darauf warten, bis der hier wieder vorbeikommt. Und uns eine Belohnung gibt. Ich hoffe, die geben uns eine Belohnung dafür. Wäre ja doof, wenn es keine Belohnung gäbe. Und ja, so langsam wird das hier alles leer. Oder aufgeräumt. Na komm, geben wir etwas Gas. Weil das würde ich gerne noch in dieser Folge sehen, was da passiert. Wenn wir jetzt alle drei Brunnen haben. Moment. Wo? Lass es mir gerne mitteilen, wenn du angegriffen wirst. Oder hat sich die Musik einfach so geändert? Könnte ja auch sein.
dass da gar kein Gegner in der Nähe sein muss. Sonst wäre die Stadt gerade längst ausgerückt. Und wieso zur Hölle schläfst du hier draußen? Gefallen dir die Betten da drin nicht? Na gut. Warum denn nicht? Ich glaube, ich könnte mal wieder was kochen lassen. Das kannst du abbrechen. Kochen. Kochen. Ein Brötchen. Oh, guck mal. Eine Menge Fleischsuppen. Ja komm, das leert auf jeden Fall definitiv unseren Vorratsspeicher, beziehungsweise es halbiert die Ressourcen, die den Platz wegnehmen. Also gönn dir. Gut. Ich glaube, der Herold kommt morgen erst wieder. Mehrmals am gleichen Tag aufzutauchen, ist ihm zuwider. Ah, hi. Dann würde ich mal sagen... Oh, hoppala, falsches Fenster. Gehen wir mal auf Abfangkurs. Wow. Lauf! Lauf, Mika! Lauf! Ach nö, genau, lauf. Lauf der Stadt gerade entgegen. Lauf doch weg! Ah, Rufus, hallo. Wir könnten Kupfer kaufen. Und Zinn. Von mir aus auch Eisen. Dann haben wir etwas zum Verarbeiten. Nun gut. Nein, hier falsch. Hier. Ja gut, der Auftrag für Kupfer steht noch. Eisen steht auch noch. Genau, produzieren wir noch ein bisschen Zinn nebenbei. Gut. Ach, habt ihr es geschafft? Das finde ich gut. Ach ja, das war eine schwierige Geburt, die drei Teile zusammen zu bekommen. Aber es ging ja dann doch relativ fix. Und was zur Hölle? Räumt es doch endlich bitte mal jemand auf. Das geht ja mal gar nicht. So, wo schleppst du es denn hier in die Schmiede? Oh ja, hier drin kann man es ganz gut gebrauchen. Unser Anfängerschmied sammelt Ingredienzien. Du füllst Items auf. Moment, kämpft da gerade jemand? Ah doch, ja, hier. Sind alle meine Kämpfer da? Wenn nicht, dann organisieren wir das mal ein bisschen anders um, falls da jemand fehlen sollte. Guck mal, wer sich da wieder vom Kämpfen drückt. Typisch. Haben die einen Heiler dabei oder sowas? Dass der Kampf so lange dauert? Gut, Feuerpfeile. Feuerpfeile sind immer gut. Genau, schubst sie ins Wasser. Und diese zielsuchenden Pfeile, die sind einfach genial. Level 4 Ritter. Sehr schön. Wo rennst du hin? Was gehst du machen? Herr Ballist, nein, Kleriker, wo bist du? Zeige dich. Wo ist mein Kleriker? Hallo? Hier. Ach, du organisierst dir was zu futtern. Nun gut. Aber dann würde ich mal sagen, meine Freunde, war's das von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.